Hi und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute mal wieder ein Talk-Video. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir heute mal über das Thema Down-Syndrom und Sport reden. Weil viele Leute unterschätzen, glaube ich, dass Menschen mit Down-Syndrom Sport betreiben können oder auch viele Sportarten machen können, weil sie denken, dass sie das körperlich nicht schaffen, was aber gar nicht stimmt. Und deswegen werde ich heute mit euch darüber reden und ja, ganz viel Spaß. Ich finde, Sport verbindet auch total. Und ich finde es auch total wichtig, dass Menschen mit Down-Syndrom Sport machen, damit sie einfach mit anderen Leuten was Tolles zusammen machen. Also das ist so der erste Punkt, weil sie ja trotzdem immer noch häufig nicht integriert werden. Und ich finde, beim Sport ist es sehr schön, weil alle machen so dasselbe und jeder, klar, es gibt welche, die sind besser in dem und es gibt welche, die sind schlechter, aber trotzdem macht man dasselbe und man kämpft für das Gleiche. Und deswegen finde ich es sehr wichtig, dass man Kinder oder Menschen mit Down-Syndrom auch also Sport anbietet und dass man sie aber nicht nur in so Gruppen tut, wo auch welche so sind, sondern auch wo gemischt ist, weil es ist einfach, finde ich, wichtig, dass man ohne Behinderung und mit Behinderung zusammentut. Das ist auch dann auch besser für Menschen mit Down-Syndrom oder mit einer Behinderung. Zum Beispiel Mareike, sie macht wirklich sehr, sehr viel Sport, also sie macht wesentlich mehr Sport als ich und finde es auch gut und sie ist teilweise in Sportgruppen, wo Kinder auch sind wie sie, also nur wie sie, aber es gibt auch welche, da ist es komplett gemischt oder wo sie die Einzige ist, die halt eine Behinderung hat. Und man merkt halt einfach, wie viel Spaß Mareike am Sport hat. Also Mareike macht sehr viel Sport und es ist natürlich immer unterschiedlich. Also es gibt Kinder mit Down-Syndrom oder Menschen, die machen viel Sport und sind sehr, sehr gut. Und es gibt natürlich welche, die machen gar keinen Sport, weil sie es vielleicht wirklich körperlich nicht können. Aber Mareike macht gern Sport und viel. Sie ist vielleicht ein bisschen langsamer oder kann nicht so schnell rennen oder kann es jetzt nicht so gut ausführen wie welche, die es nicht haben. Aber sie macht es trotzdem und ihr macht es Spaß und ich finde, das ist so das Wichtigste. Was echt cool ist, Mareike ist beim Schwimmen, also sie schwimmt sehr gut und sie hat auch alle Abzeichen. Sie hat Silber und Gold tatsächlich. Was, glaube ich, viele nicht denken und viele unterschätzen, weil man denkt, das kann doch nicht sein, da muss man, also ich, als ich das auch gemacht habe, also wir haben es zusammen gemacht, das ist schon länger her, da musste man, glaube ich, 16 Meter mindestens tauchen, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, also Strecken tauchen. Und Mareike und viele denken halt, dass sie das nicht kann. Aber Mareike, wenn die übt und wenn die sich da reinstellt und die hat so einen Willen, die hat wirklich einen starken Willen, dann kann die das wirklich gut schaffen. Und sie hat halt, genau, sie hat Silber und Gold und dann hat sie tatsächlich noch den bronzenen Rettungsschwimmer. Also sie hat dann weitergemacht, sie schwimmt auch immer noch im Verein und da hat sie den bronzenen Rettungsschwimmer gemacht. Und das ist echt cool, weil ich meine, ihr müsst mal überlegen, so ein Mensch mit Down-Syndrom, der so, ne, und es ist auch immer so, wenn sie das jemandem erzählt, dann fragen wir alle, echt, wirklich? Weil das, man kann es, glaube ich, nicht so glauben, wenn man Menschen mit Down-Syndrom vielleicht nicht so gut kennt. Weil ich kenne ja Mareike schon ewig und deswegen so weiß ich halt, was sie für Leistung bringen kann und was eher nicht. Also, und deswegen ist es für mich so selbstverständlich, wenn sie sagt, ja, ich habe das geschafft, weil ich mir so denke, ja, cool. So. Ich meine, klar, es ist sehr cool und es ist besonders, dass ein Mensch mit Down-Syndrom das schafft. Aber für manche ist es halt so sehr besonders, wo ich mir dann denke, ich glaube, dann schätzt ihr die Menschen einfach falsch ein und ihr solltet da einfach mehr darüber lesen oder sonst einfach gleich offen sein und nicht gleich so ein falsches Bild haben. Es ist einfach wichtig, Menschen mit Down-Syndrom nicht zu unterschätzen, was Sportliches angeht und ja, das finde ich sehr wichtig. Deswegen hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat und dass ihr irgendwas davon mitnehmt und ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, dass es natürlich bei jedem anders ist. Also es gibt auch Menschen mit Down-Syndrom, die können gar keinen Sport machen, weil sie einfach körperlich nicht dazu in der Lage sind, weil das Down-Syndrom oder Trisomie 21 immer sehr unterschiedlich ausgebreitet ist. Also zum Beispiel Mareike kann jetzt auch nicht schnell laufen oder nicht schnell rennen. Aber zum Beispiel kann sie dafür, ist sie sehr selbstständig, also jetzt ist jetzt was anderes, aber sie ist dafür sehr selbstständig und kann überall alleine hinfahren. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!